Sagen Sie mal, geht Ihnen das auch so, wenn Sie auf die Märkte gucken? Da ist doch was im Busch. Ich habe mir es gerade noch mal angeguckt. 15-Minuten-Basis, der DAX beispielsweise, der S&P, der Dow sowieso, der Nasdaq, ein klein bisschen andere Situation, aber wir haben bei den Indizes, auch bei den einzelnen Titeln, so starke Hin- und Her-Schwankereien. Also es ist so ein Hin und Her, keiner traut sich so richtig nach vorne. Wenn Sie sich das angucken auf dem 15-Minuten-Chart beispielsweise, dann sehen Sie, dass wir da korrektive Bewegungen nach oben haben. Wir haben ebenfalls eine korrektive Bewegung wieder nach unten. Das heißt, es ist einfach keine klare Linie im Markt da. Das kann man als Positives werten, denn das sagt ja was aus. Das sagt nämlich, dass im Moment die Marktteilnehmer sich nicht sicher sind, was passiert. Naja, wann kann man sich sicher sein? Aber aktuell scheint die Unsicherheit besonders groß. Das zeigt sich auch immer wieder, dass die einzelnen Titel teilweise im Moment sehr hektische Bewegungen eben zeigen. Ganz egal, ob das jetzt heute die deutsche Börse schon mal war, die ja schon mal mit über 4%, ich muss jetzt lügen, aber circa hinten lag. Ich muss nochmal nachgucken, ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber sehr starke Bewegung, die wir hatten. Klar, natürlich Nachrichten getrieben, wir haben auch Berichtssaison jetzt, aber irgendwie klingt das Ganze ziemlich nervös und dementsprechend gibt mir das keinen Mut, ehrlich gesagt, hier auf der Long-Seite super aktiv werden zu wollen, sondern eher die Frage sich zu stellen, ob wir nicht einen Rückgang mal nach unten bräuchten. Die sehr niedrige Volatilität im Markt, wenn man mal die Volatilitätsindizes sich anguckt, die spreche ebenfalls dafür, dass wir mal ein bisschen was gut machen müssten. Wir bräuchten mal eine Erholung. Auch das wäre eine klassische Bewegung, die man erwarten könnte. Ich weiß nicht, ob die jetzt heute losgeht natürlich, aber ich kann mir vorstellen, dass wir da nicht mehr so arg weit von entfernt sind. Was ich gar nicht so schlecht finde, das würde ich für heute Nachmittag mir mal genauer angucken, ist der Nasdaq. Aus der aktuellen Position würde ich mir zwar eigentlich wünschen, dass er nochmal, na sagen wir mal, circa 5 Punkte runtergeht, darf ein bisschen mehr sein, 6, 7 Punkte, um dann nochmal nach oben auszubrechen, das fände ich total klasse. Also da die Longseite da nochmal zu suchen, wenn er es denn tut. Denn der Nasdaq ist anders als alle anderen Indizes, die ich gerade aufgezählt habe, gar nicht so doof unterwegs. Also ich muss sagen, das gefällt mir relativ gut, was ich da sehe. Wenn er allerdings, wie gesagt, diesen Rücksetzer dann nochmal bringt. Ebenfalls nicht ganz uninteressant ist sicherlich das, was ich im Moment sehe beim Euro. Denn der ist, nachdem er vor allen Dingen wegen der Dollarschwäche so stark nach oben geschossen ist, jetzt mal endlich nach unten gegangen. Wir haben hier gesehen, dass der Kurs relativ zügig unterwegs war auf der Abwärtsseite. Vielleicht wird das ein bisschen ein wackeliger Aufwärtsnachmittag. Wenn dem so wäre, dann würde ich auf der Shortseite suchen. Also vielleicht am späteren Nachmittag, vielleicht auch erst am Abend, hier schauen, ob man da nicht noch einen Short platzieren kann. Insbesondere, wenn er eben so wackelig nach oben gekommen ist. Das kann ich mir zumindest mal vorstellen. So, wackelig ist das richtige Thema. Hier wackelt es nämlich auch. Es ist, wackeln. Es ist windet ganz schön hier. Sie sehen das am Gras im Hintergrund. Schöne Impression hier jetzt aus Frankfurt. Das Wetter ein bisschen, durchwachsen, sagen wir mal. Ich habe Schirm mit dabei. Wer weiß, was da heute noch passiert. Ich wünsche Ihnen, dass Sie richtig aufgestellt sind für den heutigen Markt. Alles Gute und dann sehen wir uns in Kürze wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.